Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe bei allen, bis auf Titus jetzt gerade, auf Ekstase die Dinger hochgemacht. Das ist schon mal gut. Wir haben ein paar Dinger auch gekriegt hier. Allerdings nicht allzu viel. So, da haben wir gesagt, gehen wir da lang. Immerhin, Yuna kriegt ein bisschen was. So. Und warum ich jetzt, hier bin? Noch auf Gagaset, da habe ich gerade trainiert gehabt. Aber ich habe gesehen, als ich mit dem Flugschiff hier angekommen bin, beim Bergtor, dass Mai Han hier stand. Da wollte ich mal schauen, ob wir vielleicht noch mal mit dem reden können. Der stand nämlich hier. Shall I tell you about the spear of days long past, eh? Ich glaube, das hatten wir noch nicht, oder? There is a legend, you know. Just before the horrible sin appeared, a terrible war raged between Bavel and Zanarkand. When the armies of Bavel attacked Mount Gagazet, they heard a song. Echoing across the snowy slopes. It is a song from an other world, they said. Soldiers panicked and ran. And then, as if to pursue the retreating armies, Sin appeared. Sometime later, scouts from Bavel braved the mountain. On the other side, they witnessed the ruins that had been Zanarkand. The city destroyed, not a single soul left standing, gone. In its place, a multitude of the faith had gathered on Gagazet. They were singing a song. It's the song we now call the Hymn of the Faith. And that, as they say, is that. Well, maybe not all of it. Eine Fortsetzung? Ja, erzähl weiter. Rumors flew in Bavel about Sin's sudden appearance. They said that the people of Zanarkand became the faith that they had called Sin, and that the man responsible was none other than the summoner Yevon, ruler of Zanarkand. Yes, the Lord Father of Lady Yunalesca. On the eve of Zanarkand's destruction, Lady Yunalesca had fled to safety with her husband, Zaon. Later, the two used the final summoning to defeat Sin. Yet the people of Bavel still feared you, Yevon. It was to quell his wrath that they revered him and first spread his teachings. And so were born the temples of Yevon. Ja, das ist sehr interessant. It's possible Yunalesca had planned it that way from the start. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. She defeats Sin in exchange for her Lord Father's honor. Of course, there's no proof. No, the facts are lost in the mists of time. And who'd admit Yevon was an enemy of Bavel? You can bet the temples had a hand in covering that one up. And that, as they say, is that. Ja, das war sehr interessant, fand ich. Like to hear more, would you? Oh, okay. Auf jeden Fall sehr interessant und wahrscheinlich will Yunalesca oder wollte auch nicht, dass Sin immer besiegt wird. Sie wollte, dass man sich daran erinnert quasi, was da Sache ist, wie Bavel das gewesen und alles mögliche und ja. Let me tell you about the Hymn of the Faith. It was once a Zanarkand song, sung in defiance of Bavel. Of course, the Yevon clergy of Bavel forbade it. Okay. Then, as these things often go, those who disliked Yevon began to sing it. The Albed, for instance. The Hymn of the Faith became the symbol of defiance against Yevon. Oh, this is interesting. But capitulate. They lifted the ban on the song and spread a new story. They said the hymn was a song sung to soothe the souls of the dead. And so saying, they took the song and made it scripture. That's why today, the hymn is sung all over Spira. You could say that though Zanarkand is gone from this world, it lives on in the song. Ah,
look at the time. I've rambled on again. Ja, ich fand es sehr interessant. Well, I owe you my gratitude for hearing this old scholar out. Like to hear. Nee, das lass mal. Aber das fand ich jetzt sehr, sehr, sehr interessant hier. Ich wusste gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. Naja, egal. Es geht jetzt. Wohin wollt ma? Zur stille Ebene wollten wir. Da wollten wir auch ein oder zwei Sachen machen. Kann ich hier irgendwo mit Chocobos reiten? Ja, wir haben ja noch keine Monster dran. Das heißt, das müsste eigentlich gehen. Da oben waren sie eigentlich gestanden. Ich dachte nur, die wären jetzt woanders. Ich dachte, die stehen jetzt am Anfang, da wo auch der Speicherkristall ist. Nee, hier ist es gerade keiner. Moment mal, du hast keinen Zutritt. Ja, da müssen wir noch reinkommen. Da müssen wir uns noch Zutritt verschaffen. Das sollte allerdings kein Problem sein. Oder kein so großes Problem. Da wird eher was anderes ein Problem werden. Aber wir brauchen erstmal einen Chocobo. Wo sind sie denn, diese Chocobo? Da hinten ist einer. Kann sein, dass die am Anfang stehen. Ah, da ist doch jemand. Direkt hier. Wir wollen erstmal trainieren. Machen wir das erstmal. Ausweich-Chocobo müssen da nicht. Ja, wahrscheinlich müssen wir den auch erstmal machen. Okay. Wahrscheinlich müssen wir den auch erstmal machen. Ah, verdammt. Ach, Mist. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Du hast es geschafft. Willkommen im Ziel. 16 zweit. Jawoll. Ein Level 1, ja. Toll. Yay. Anderes Training. Jetzt kriegen wir das super Ausweich-Chocobo. Aber ich glaube, das ist immer noch nicht das, was wir eigentlich haben wollen. Boah. Und Vögel kommen angeflogen. Ah, Mist. Aber ich glaube, wir schaffen es trotzdem. Ah, der letzte Vogel. Ja, mach nochmal. Ich glaube, wir müssen es nämlich gewinnen. Wir müssen jedes einzelne Training auf jeden Fall einmal gewinnen. Jetzt sieht es doch schon viel, viel besser aus. Sehr schön. Auch geschafft. Welch ein Genuss, jemanden zu sehen, der alles bestanden hat. Mein Trainingsprogramm ist abgeschlossen. Aber das ist noch nicht das Ende. Genau, ein Wettrennen. Willst du gegen mich antreten, kannst du jederzeit vorbeikommen. Ach ja, hier. Die Belohnung fürs Bestehen. Ein Level 2 Spheropass. Yay. Und jetzt kommen wir zu diesem Fang-Fang-Chocobo. Das ist das letzte Training. Beziehungsweise dieses Wettrennen. Das ist der Zugang zur stillen Ebene von Makalania-Wald aus gesehen. Das ist unser Startpunkt. Und das Ziel von hier aus gesehen ganz rechts hinten in der Ebene. Ja, genau dort. Es ist einfach, du musst nur schneller als ich ankommen. Aber das alleine reicht nicht. Schnappst du dir einen Luftballon, bekommst du 3 Sekunden als Bonus. Aber erwischen dich die Vögel, bleibt der Chocobo stehen. Das sind 3 Strafsekunden.
Die Bonus- und Strafsekunden werden auf deine Gesamtzeit berechnet. Wenn du genügend Ballons sammelst, kannst du nach mir ins Ziel und trotzdem gewinnen. Okay, genug erklärt, gehen wir ans Eingemachte. 45 Sekunden, das müssen wir auf jeden Fall schaffen. Ah, ich häng. Und jetzt kommen auch diese Dinger hier, diese blöden Vögel. So. Ach. Jetzt. Wir sind. Es wird noch aufgerechnet. 41 Sekunden. Luftballons 2. Jetzt Vögel sehen. Vögel mitgerechnet. Ergibt das von 17 Sekunden. Ha. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich hätte nie erwartet, dass du so gut bist. Ich werde auch trainieren, um dich zu übertreffen. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Das ist dafür, dass du gegen mich gewonnen hast. Ein Level 3 Sphäre-Hauptdings, ja, nicht schlecht. Nee, jetzt nicht mehr. Und theoretisch sollte jetzt eigentlich der Typ da hinten weg sein. Ich will einen Schokobo haben. Ich schau mal, ob er jetzt wirklich weg ist. Also ich glaube, man musste einmal dieses Fang-Fang-Schokobo gewinnen, damit wir da hinten reinkommen. Ich hoffe, du bleibst da stehen, Chocobo. Dankeschön. Kommen wir jetzt auch rein? Ja, jetzt ist er weg. Und so kommen wir nämlich hierher. Solaris-Spiegel leuchtet auf. Wir kriegen das Schwert für Tetus. Ultima-Schwert erhalten. Sehr schön. So. Aber für das Schwert braucht man nämlich noch etwas. Und das ist ein bisschen nervig. Ich hab's schon mal geschafft. Ich glaube, meine Frau war es eher, wo es geschafft hat. Ich nicht. Und zwar dieses Spiel, was wir gehabt haben. Dieses Fang-Fang-Chocobo. Das müssten wir schaffen. Wir müssen durchkommen. Und zwar in einer Zeit von 0 Sekunden. Also wir haben es bis auf 17 Sekunden geschafft, wir müssen es aber schaffen auf 0 Sekunden. Das heißt, so gut wie keine Vögel, am besten gar keine und so viele Ballons wie möglich. Und noch am besten relativ schnell durchkommen. Und das ist heftig. Das ist ziemlich heftig. Und ich weiß noch nicht, ob ich es schaffen werde. Ich werde es auf jeden Fall so machen. Ich werde es nicht im Let's Play machen, weil ich werde einige Anläufe wahrscheinlich brauchen. Ich werde es irgendwann mal versuchen zu machen. Ich mache dann einfach, ich nehme es auf, allerdings ohne Webcam dann halt. Und das, was ich dann zusammen, diese Runde, die ich dann geschafft habe, falls ich es schaffe, schneide ich dann einfach dazwischen rein. So, dass er das, diesen Erfolgserlebnis auch sieht. Aber da ich, wie gesagt, mehrere Folgen brauche, mehrere Versuche brauchen werde und es wird einfach lästig werden und ich es wahrscheinlich auch nicht ständig machen kann, werde ich es dann so machen, dass ich das zwar offscreen mache, aber mit Aufnahme halt und dann halt reinschneide. So, aber eigentlich wollte ich hierher gehen. Und hier speichern wir nochmal. Wir wollen nämlich in dieses Tempel zu, wie heißt der? Belkmen gehen. Ach, ich habe doch was vergessen. Mist. Ich habe dafür noch was vergessen. Wie machen wir das? Ja, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Ich muss erst noch zur Monsterfarm. Da kriegt man nämlich noch was, was ich brauche.
Okay, also das Ganze nochmal zurück. Ich meine, man hätte jetzt auch den ersten Teil machen können und danach den zweiten Teil. Aber das ist auch irgendwie Unsinn. Geh mal erstmal kurz zur Monsterfarm. Mit dem Chocobo sollte es ja kein Problem sein. So, jetzt sehen wir einige Sachen, wo wir haushoch verlieren werden. Ich habe die Monster von Berg Gagaset studiert und ein neues Exemplar erschaffen. Die Knospelkrone erhalten. Wollt ihr mal zur Probe kämpfen? Das erste Mal ist kostenlos. Klar, machen wir. Wenn wir es nicht machen... ...27.000, yeah! Wie gesagt, wenn wir das erste Mal machen, ist es kostenlos. Dann sehen wir uns das Ganze mal. Dann sehen wir das Ganze. Wenn wir sagen, wir wollen nicht kämpfen, wir können es nicht aufschieben. Also, dann ist es halt rum, dann müssen wir trotzdem zahlen. So. Ich habe die Monster aus der Grotte studiert und ein neues Exemplar erschaffen. Wie gesagt. Fluch Allah. Okay. Ich glaube, ich weiß, warum Yuna 0 gekriegt hat. Der Fluch Aladdin, der macht, ist, umso heftiger nimmt man Schaden, umso mehr Gegner man gekillt hat. Yuna hat aber noch gar keinen Dings gemacht. Niemanden gekillt. Von daher kriegt sie auch 0 Schaden. So, was haben wir sonst noch? Ich bin selbst erstaunt, was für ein Monster ich erschaffen habe. Das muss gefeiert werden. Ihr sollt ebenfalls daran teilhaben. Ein Dreigestirn. Ohohoho. Ein Erdverspeiser. Wir machen ganze 74 Schaden. Und es sind noch nicht mal die heftigsten Gegner, die wir hier im Spiel haben. Ich meine, sie gehören zu den heftigsten Gegnern, aber trotzdem. Final Elixir. Klar, kämpfen wir. Oh, was ist denn das für ein nettes Vieh? Oh, klauen, wenn Rico schon drankommt. Eine Zockerzähler, haha. 20.000 Schaden. Aber immerhin, gegen den machen wir wenigstens ein bisschen, ein bisschen Schaden hier. Ho, 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 ho. Heftig, heftig, heftig. Ah, nein, 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 nein. Oh, ihr jagt also die Kleinteufel. Sie zaubern gern, aber sind sehr verwundbar. Ah, so. Jetzt aber. Oh, war's das? Okay, ich dachte, wir hätten schon mehr gehabt. So, wie ihr seht, vergessene Grotte, Berg Gagaset haben wir, Omega Grotte, ja, da haben wir noch kein Dings. Eins fehlt noch. Gebietssammlungen haben wir jetzt 3 fertig. Ja, das passt auch von dem, was ich habe. Und Monsteranstalt Spezial haben wir 2 fertig. Ja, doch, das passt. Mit 5 Sachen, wo wir fertig haben. Okay.
Sehr schön. Nee, wir wollen jetzt nichts mehr. Das langt uns. Aber was ich haben wollte, war die Knospelkrone. Die können wir nämlich jetzt gleich noch brauchen. Dann geht es zurück zum Tempel. Zum vergessenen Tempel oder wie auch immer er hieß, so Belgmena. Wir haben jetzt alles und ich hoffe, wir werden es auch schaffen, was wir da machen wollen. Ja, man sieht, wir machen ja jetzt eigentlich keine Story mehr an für sich. Aber es gibt tatsächlich noch relativ viel zu tun hier. So, optionales Zeug halt. So, aber bevor ich das mache, würde ich sagen, beenden wir die Folge und den Tempel machen wir dann beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut, bis zur nächsten Folge, tschüss.